Mit Simbaloo lassen sich Links übersichtlich als Kacheln präsentieren und damit eignet sich das Tool sehr gut als Startseite für die Klasse. Wenn du noch keinen Login hast, so erwartet dich diese Oberfläche. Ich empfehle dir, diese Tour durchzuspielen. Da werden dir nämlich die wichtigsten Elemente erklärt. Ich habe bereits einen Account und entsprechend habe ich schon recht viele Seiten mit Kacheln. Für jede Weiterbildung erstelle ich jeweils eine neue Kachel, um den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eben die entsprechenden Links zur Verfügung zu stellen. Ich möchte dir in der Folge kurz zeigen, wie du mit Simbaloo arbeiten kannst. Du kannst mit einem Rechtsklick eine bestehende Kachel überarbeiten oder mit einem Klick auf eine leere Kachel eine neue erstellen. Ich beginne hier jetzt mit einer ganz neuen Seite, damit es etwas übersichtlicher ist. Ich gebe der einen Namen und füge sie hinzu. Du siehst, es ist jetzt alles leer. In der Mitte ist im Moment Google. Das lässt sich auch ändern. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie die Mitte sich gestalten lässt. Es muss aber leider aus meiner Sicht immer so ein Dienst in der Mitte sein. Ich erstelle jetzt eine neue Kachel und hier kommt die Adresse der entsprechenden Seite rein. Die kopierst du am besten natürlich von einer bestehenden Seite raus, damit du nicht so viel schreiben musst. Und normalerweise wird sogleich ein Symbol vorgeschlagen. Es braucht einen Namen, der wird hier auch vorgeschlagen. Meist ist das etwas zu lang. Wenn das Symbol nicht selbsterklärend ist, kannst du dir den Text anzeigen lassen. Du kannst hier eine Farbe wählen. Und wenn dir das Symbol nicht passt oder gar keines angezeigt wird, so kannst du ein eigenes wählen aus dieser Liste. Und wenn ich jetzt auf Speichern klicke, ist diese Kachel schon bereit. Ja, und so fühlt sich das dann mit der Zeit. Jetzt, du willst natürlich, dass diese Kacheln nicht nur von dir, sondern auch von anderen genutzt werden können. Hierzu klickst du auf Teilen. Du gibst hier einen Namen. Ich lasse das mal. Es braucht eine Beschreibung. Dann braucht es Schlagworte. Nun, meine Schlagwortliste und meine Beschreibung ist noch etwas dürftig. Die ganze Seite ist ehrlich gesagt auch noch etwas dürftig. Aber im Prinzip bin ich jetzt bereit. Mit öffentlich in der Galerie verfügbar wird diese Seite für alle angezeigt. Du kannst sie auch nur mit Freunden teilen. Dann brauchen sie allerdings einen Login und müssen von dir persönlich eingeladen werden. Und hier siehst du schon diese Seite, die kann man sich auch einigermaßen merken. Ja, und damit kann ich den Webmix teilen. Und sogleich ist er online. Und über diese Adresse, die wir erstellt haben, ich gehe nochmals darauf, Webmix Details, über diese Adresse kommen deine Schülerinnen und Schüler dann wieder auf diese Seite. Ganz wichtig ist, wenn du etwas geändert hast, so musst du unbedingt hier die Seite updaten, damit eben die Schülerinnen und Schüler Zugriff auf die neu erstellten Kacheln haben.